Zum Jahreswechsel von 21 auf 22 sind wir in den Harz gefahren. Wir wollten eigentlich ein bisschen Schnee erleben, aber daraus wurde nichts. Umso schöner fanden wir, dass die Laufveranstaltung, die wir uns ausgesucht hatten, nicht abgesagt wurde. Denn viele Veranstalter haben ja mit der Covid-Krise zu kämpfen. Nein, in Wernigerode, da wurde gestartet und wir konnten sogar mit unserem Hund Campino seine erste Laufveranstaltung absolvieren. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und hier sind ein paar Bilder, ein paar Eindrücke, was wir an diesem Tag auf diesem Lauf so erlebt haben. Läufer mit Hund wurden vom Veranstalter gebeten, möglichst am Ende des Feldes zu starten. So. Wenn ich schnell genug wäre, wäre von den Wölfen gefressen. Wir schreiben sie zusammen. Bevor es richtig steil wird, laufen wir noch ein Stück durch den Wildpark Christianenthal, wo man, wenn man nicht gerade läuferisch unterwegs ist, einheimische Tiere erleben kann. Aber wir werden von einigen Zuschauern begrüßt und weiter geht der Spaß. Natur pur, genau unser Ding und dann auch noch im Laufschritt, total schön. Im Hintergrund taucht das Schloss Wernigerode auf, welches hier aber nur schwer hinter den Tannen zu sehen ist. Thank you.
Campino verfehlt fast das Ziel, aber schließlich findet er doch noch den richtigen Weg. Wir unterhalten uns noch ein wenig mit einigen Teilnehmern, doch dann geht jeder seines Weges. Alle sind glücklich und zufrieden. Auch wir ziehen uns wieder was Trockenes an und mit unserem Camper geht es dann zurück zu unserem Stellplatz, wo wir einen ruhigen Silvesterabend zu dritt genießen.